Hi Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario 2. Auf die Offenbarung werde ich ein anderes Mal angehen. Wir besuchen heute Al Pamon und er soll uns Tickets für, ach ja, hier, eine Mauer. Okay, die kann ich offenbar sprengen. Und bam, mal schauen, was sich hier befindet. Ein Shine Sprite. Wuhu! Bam, bam, hallo, dreh dich um. Geht. Okay. So, wir begeben uns zu Al Pamon. Und dafür müssen wir einen Item Shop betreten. War das hier? Das war hier, oder? Hier war das. Okay. Gut. Und wir fragen ihn, ob er uns Tickets gibt für den Zug zu unserem nächsten Sternjuwel. So, Al Pamon, wir besuchen dich. Und Mario ist mal wieder zu klein für Treppenstufen. Mal wieder. Hi. Gib uns Tickets. Was zur Hölle? Oh, Palmina. Seht euch den Boss an. Die Trauer um seine verlorene Tochter hat ihn krank gemacht. Romanzo war wie ein Sohn für ihn. Seitdem er weg ist, liegt der Boss nur noch rum. Für die Räuberbande sind goldene Zeiten abgebrochen. Und abgesehen davon, was wollt ihr eigentlich vom Boss? Warte, warte, warte. Boss? Ihr wollt eine Fahrkarte für den Glimmerliner? Ihr wollt eine Fahrkarte? Sehr interessant. Aber wir können da leider gar nicht helfen. Darum müsste sich schon der Boss selber kümmern. Oh, Palmina. So habe ich den Boss noch nie gesehen. Wenn wir wenigstens wissen, wo Palmina sich aufhält, ging es ihm sicher besser. Palmina und Romanzo, waren das nicht die beiden auf der Isla Corsaria? Was? Was sagt ihr da? Ihr wisst, wo Palmina ist? Wirklich? Wenn du lügst, mach besser dein Testament, bevor wir dich zu fassen kriegen. Oh je, wie Mario einfach ja sagt. Wenn du wirklich weißt, wo sie sind, bring sie schleunigst her. Wir würden auch gehen, aber wir können den Boss ja nicht so alleine lassen. Genau, wenn ihr ihm seine Tochter wiederbringt, dann sorgen wir dafür, dass ihr eure Fahrkarte bekommt. Bitte. Okay. Wusste ich's doch. Ach, wir müssen zurück zur Isla Corsaria. Woohoo! Erinnert ihr euch noch an die kleine Bitch hier? Sie ist eine Disco-Schlampe, sie ist eine geile Sau. Sie gibt sich billig her und das weiß sie ganz genau. Wie ich aber noch nicht mit ihr klarkomme, ey, die arme Familie. Oh mein Gott, wie ich mich so gar nicht drauf freue. Deswegen hau ich dich erstmal. Und dich auch, weil du klein bist. Ich weiß, immer auf die Deckung klein. Hey du, ich laufe der Piratenkönig, bring mich zu Isla Corsaria los. Tschüss, Luigi! Die jungen Leute, die sind in den Dschungel gegangen. Sie wollten noch etwas suchen, haben sie gesagt. Im Dschungel? Natürlich sind sie im Dschungel! Abreagieren! Sterbt! Wir sehen uns im Dschungel. Bis gleich. Na, habe ich euch gefunden, ihr Ekelhaft? Na, was macht ihr ganz alleine hier, hä? Oh, Mario, schön dich zu sehen. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, kommt mit. Aus! Der Boss? Einfach umgekippt? Das ist ja ausgerechnet jetzt. Hä? Also, ehrlich gesagt, ich habe irgendwo auf der Insel meinen Ehering verloren. Und ohne meinen Ehering kann ich nicht die Insel... Ja, kann ich die Insel nicht verlassen. Ja, wir waren nur an dem Bartfelsen. Weiter weg kann er also nicht sein. Aber Palmina, der Boss, dein Vater, sollen wir dich den Ring nicht einfach irgendwie vergessen? Romanzo, was sagst du da? Dieser Ring ist ein Symbol unserer Liebe. Du findest diesen Ring, oder willst du mir etwas sagen, dass du mich nicht liebst? Natürlich liebe ich dich, Palmina. Das ist nicht genug. 100 Mal musst du mir das sagen, damit du mich liebst. Ach so, was? Los, sag es, wenn du mich liebst. Also, Palmina, ich liebe dich. Ist das genug? So, nicht Romanzo. Noch 99 Mal. Los, ich liebe dich. Was? Also, ich liebe dich. 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 Holy shit! Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Das nenne ich eine Bestätigung. Oh mein Gott. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Jetzt beeil dich mal. 80 Mal. 90 Mal. 100 Mal. Also, wie war ich, Palmina? Also wirklich, Romanzo. Hör schon auf. Wir sind ja noch nicht alleine. Ach, wirklich? Also gut, Palmina. Und jetzt finden wir so schnell möglich den Ring. Ob das wohl gut geht? Wenn du mich fragst, Mario, ist wohl besser. Wir helfen ihm bei der Suche. Ja, das wäre besser. Gut.
So, dann würde ich sagen, ich finde jetzt den Ring so schnell es geht und oh mein Gott. Nein. Nicht schon wieder. Ich habe keine Lust auf euch. Und damit hätte ich ein Level Up. Awesome. Level Up. Und alle meine Zuschauer freuen sich und das sind alles Explosionen, sehe ich gerade. Okay, dann würde ich sagen, ich setze alles auf OP. Denn OP ist jetzt ganz wichtig. Ich habe ganz viele Orden, die ich brauche und aussetzen werde. Wir sind wieder hier, wo Bart Om wegen seinem Powerblock geheult hat. Und hier ist der verkackte Erik. So. Bis gleich. Nehmt und lasst mich in Ruhe! Ja, das ist er! Das ist der Ring! Du hast ihn gefunden! Yay, alle freuen sich. Ach, Romanzo, jetzt können wir auch endlich zurück zu Papa. Dann steht es also fest. Es geht los! So schnell wie möglich zum Boss! Also Mario, wir warten am Hafen. Kommt nach, sobald ihr könnt. Ich will hier nur noch weg, Leute. Ich will hier nur noch weg. Ich habe keinen Bock mehr auf die Insel. Mario, wir sind bereit. Auf nach Rohlingen. Oh, Papa, hoffentlich geht's ihm gut. Nichts wie weg hier. Wo sind wir hin? Egal. Hallo. Papa, Papa, wach auf. Boss. Da ist er. Palmina. Papa. Boss. Oh, Palmina, du bist zurück. Und du auch, Romanzo. Ja, Papa. Als ich hörte, dass du krank bist, habe ich mich direkt auf den Weg gemacht. Palmina, Romanzo, was habe ich euch angetan? Ich war so ein Dickschädel. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, wenn ich euch jetzt bitte, hier zu bleiben. Es war so einsam ohne euch. Ich bin schließlich auch nicht mehr der Jüngste. Genau, auf einmal geht's dir super. Tut mir leid, dass ich euch so viele Sorgen um mich gemacht habt. Der gefürchtete Alpamon ist wohl ein wenig in die Jahre gekommen. Ich schätze, es ist Zeit. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Oh nein, Boss, aber... Also dann, ab sofort wird Romanzo die Geschäfte übernehmen. Verstanden, Romanzo? Du bist jetzt der Boss der Palmina-Familie. Was? Aber Boss, du bist doch noch jung. Und außerdem ich... Keine Widerrede. Das hatte ich schon seit Jahren vor. Nein, seit langem. Du bist genau der Richtige. Da bin ich mir ganz sicher. Ab jetzt kümmerst du dich um die Familie. Die anderen werden dich unterstützen. Boss! Und nun zu dir, Mario. Ich habe wirklich viel zu verdanken. Ah, ah. Jetzt, wo du sagst, Boss. Was ist denn? Wir haben ihm das versprochen. Und zwar, dass wir ihm eine Fahrkarte für den Glimmerliner besorgen. Aber nur, wenn er es schafft, Palmina zurückzubringen. Wenn das alles ist, überlass das mir. Du kannst so viele Fahrkarten bekommen, wie du willst. Gib her. Ja, ich muss mich nie wieder mit euch abgeben. Und du bist jederzeit willkommen. Ein willkommener Gast im Haus der Palmon-Familie. Da ich mich zur Ruhe gesetzt habe, kann ich mich endlich draußen frei bewegen. Papa! Boss! Du bist der Boss, Romanzo. Ich verlasse mich auf dich. Cool. Wie der einfach die dreckigen Geschäfte an Romanzo übergibt. Romanzo, gemeinsam schaffen wir das. Oh, Palmina! Ja, gemeinsam werden wir ein kriminelles Leben führen. Oh ja, das wird schön, nicht wahr? Romanzo, nein, Boss! Wir werden dir helfen. Du kannst dich auf uns verlassen, Boss. Danke für alles, Mario. Ja, kommt, lasst mich in Ruhe. Ich will einfach nur weg hier. Ich will mich nie wieder mit euch abgeben, ihr Ekelhaften. So, wo kann ich Zug fahren? Ich werde mich umschauen müssen. Endlich, die Fahrkarte nach Bad Glimmerlich. Also los, das sechste Schneewiel wartet auf uns. Das habe ich gehört. Was? Wer oder was war das? Das sechste Schneewiel ist also in Bad Glimmerlich. Gut zu wissen. Du! So, so. Und wer bist du, Ringelhut? Eigentlich wollte ich ja dir und dieser Verräterin Barbara eine Lektion erteilen. Aber ganz alleine ist mir das so heikel. Heute kommt ihr also noch einmal davon.
Dafür werde ich euch in Blatt... Oh, so viele Dialoge, Leute. Dafür werde ich vor euch in Bad Glimmernicht sein und mir das Sternengeld schnappen. Was für ein Mistbomber. Wir müssen vor denen in Blatt Glimmernicht sein. Ach du Scheiße, ich kann nicht mehr lesen. Und warum habe ich jetzt diesen ekelhaften Grafikfehler? Okay, Leute, ich muss speichern, und damit ich diesen Grafikfehler loswerde. Und was ist das die ganze Zeit für ein Sound im Hintergrund? Hört ihr das? Klingt wie eine Höhle. Gut. So, Leute, dann würde ich sagen, ich speichere jetzt und dann werde ich gucken, wie ich nach Bad Glimmernicht komme. Also bis gleich. Ich habe das Gefühl, ich gehe richtig. Oh mein Gott, ein Zug! Du hast eine Mail, ist mir egal. Lass mich rein. Dieser Zug fährt nach Bad Glimmernicht. Möchtest du einsteigen? Na klar! Sei vorsichtig beim Einsteigen. Okay, ich pass auf. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin eingestiegen. Und los geht's. Abfahrt. Endlich. Wir fahren nach Blatt. Bad Glimmernicht. Ich kann es nicht aussprechen. Bad Glimmernicht. Bad Glimmernicht. Bad Glimmernicht. Okay, ich kann's. Epische Musik. Kapitel 6! Finally! Okay, und dieses Kapitel findet im Zug statt. Marius Abteil. Wow, der Glimmerliner. Mit sowas reisen also die wirklich Reichen. So lasse ich mir drei Tage Fahrt bis Bad Glimmernicht. Warum? Ich kann nicht mehr richtig lesen. Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Ich glaube, wenn ich einfach zu viel gelesen habe, dann geht das einfach nicht mehr. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich meine Macke. Brich deine Reise sofort ab. Verlasse diesen Zug, sonst jag ich ihn in die Luft. What the fuck? Ein Drohbrief? Bestimmt von dieser Brunhilde aus Rohlingen. Aber wer immer der Absender auch ist, er ist bestimmt noch hier im Zug. Schnappen wir ihn uns, bevor er irgendwas anstellt. Okay, aber vorher würde ich speichern. Und scheiß Sprite! So, wo kann ich denn speichern? Ah, hier. Gut, Leute, dann würde ich sagen, es reicht erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal bei Pippa Mario 2. Aber vorher sagt ihr mir, mit wie vielen Jahren hattet ihr euren ersten Mädchenkuss? Ja, bei mir war es mit 14, denke ich mal. Keine Ahnung, mit 14 oder 13. Bis zum nächsten Mal, ciao.